So, das dürfte schon reichen. Und kann wieder hoch. Und den gefährlichen Sachen irgendwie Schaden machen. Und runter. Phew. Du kannst mal den trinken. Wow. Oh, sie ist gefrostet. Da müssen wir kurz warten. Wobei eigentlich geht das auch, wenn sie gefrostet ist. Okay, ein Ogre ist down. Kommt er wieder runter. Phew. So. Schnelle Heilung. Warten ganz kurz, dass er sich wieder voll regeneriert. Ich glaube, ich sollte auch nicht die Regenerationssauf benutzen, weil das auch ziemlich viel Nahrung verbraucht. Federfall wurde deaktiviert. Aber wir haben schon mal einen Tod gekriegt. Gut, totgeschossen werden ist auch nicht ganz so toll. Ich glaube, wir müssen erstmal gucken, dass wir ein paar von den Tentakeln loswerden, bevor wir die Skelette befreien. Und runter. So. Air Magic. 2 Punkte in Air Magic nur. Und wir haben den Wisp Shift. Sehr schön. Das heißt, wir können bei Gelegenheit, wenn das Essen wieder knapp wird, hochgehen und alles abklappern, wofür wir den Wisp Shift brauchen. Und der Rest geht auf Spellcraft, weil ich hätte gern den da verbessert. Gut, so viel dazu. Du wirfst das nochmal an und dann rasten wir hier nochmal. Dadurch geht das ja bei ihm etwas schneller. So, aber seine Nahrung sieht schon mal nicht mehr ganz so gut aus, aber das ist jetzt eher optional. So, oh, ach ja.
solange der Hut noch Federfall hergibt. Okay, wir haben einen gefrorenen Magier. Genau, beschießt euch ruhig gegenseitig. Auf die paar Erfahrungspunkte kann ich auch verzichten. Oh, aber auf Tarion kann ich wiederum nicht verzichten. Wenn der mir wieder stirbt. Oh, oh, Federfall ist deaktiviert. Muss ich mal kurz ein bisschen tanzen, bis Tarion wieder aufgewacht ist und ein bisschen hochgeheilt ist. Oder ich bebombe einfach die Jungs. Gut. Hi. So, jetzt aber weg mit euch. Erstmal kurz hier checken. Unser erstes bisschen Essen seit einer ganzen Weile. Schockschild. Ist ein... Wow, das ist ein... Pulsing Spell. Und so. Und ganz ehrlich, die Handschuhe kannst du auch haben. Die bringen mir nämlich nichts. Ich habe noch jede Menge Knochen, die mir auch nicht viel bringen. Wow. Jo, da ist was aufgegangen. Und jetzt gibt's erstmal Rache. Oh. Das war jetzt nicht so geplant. So, komm her, du. Das könnte jetzt eine Weile dauern.
Da kommt er wieder. Na, komm her. Und ein Level für Brenuir. Armor. Würde ich gern die 4 Punkte reingeben für mehr für Schildexpert und mehr Leben. Also ja, ich habe hier irgendwas aktiviert, weiß aber nicht was. Oh, Truhe. Nochmal was zu essen und er ist schon wieder bei gelbem Warhammer. Spellfire Burst. Hat sie schon einmal, brauchen wir kein zweites Mal eine Giftbombe. Ein Pfeil. Und der Rest ist... ja. Machen wir euch mal noch weg, dass ihr nicht mehr so sehr nervt. Weil ein paar Erfahrungspunkte gibt ihr ja auch noch. Wieso ist es, dass er das Level jetzt vor ihr gekriegt hat? Sie hinkt am meisten hinterher, habe ich das Gefühl. Aber guckt, er ist gelb, sie ist gelb und die beiden sind noch gut grün. Ja. Westwing Connector Control. Wing Gates and Energy Control kriege ich auch noch nicht auf. Ich muss wahrscheinlich erst wieder da drüben spielen gehen. Nervig. Oh, hier liegt noch ein Pfeil. Ah, cool. Hier ist jetzt... Der Weg zurück ist offen jetzt. Das will ich jetzt noch ganz kurz gucken. An den Hebel komme ich leider immer noch nicht ran. Ja gut. Ich würde mal sagen, erst ein Quick Save. Dann gehe ich ins Main Menü. Lade den Quick Save wieder. Um so die Dings zurückzusetzen, den Speicher hoffentlich. Und versucht zu speichern.
So, gut, aus dem Hauptmenü zu laden klappt zwar, aber nicht zu speichern. Also versuchen wir es jetzt nochmal. Gut, jetzt geht's. Nämlich LP022. Und dann mache ich jetzt einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal.